Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Obduction. Im letzten Teil haben wir erfolgreich den roten Laser zerstört und somit den Schild um die neue Welt deaktiviert. Und wir hatten da noch ein kleines Problem mit den Maschinchen und ich habe herausgefunden, ich war einfach zu blöd, das Ding zu bedienen. Aber seht selbst. So, wir waren hier nämlich mit diesen Dingens beschäftigt und das Teil hat immer bloß auf die Ecke da oben gezielt und ich konnte bloß das Ding anhängen. Ich habe es zwar beim ersten Mal eigentlich schon versucht, aber habe jetzt nochmal probiert und man kann das Ding tatsächlich bewegen. Nun gut, heißt, es laufen jetzt alle Maschinen oder alle vier Teile. Den Fahrstuhl hier habe ich schon mal benutzt, der steht jetzt leider unten. Können wir hier nicht hochholen. Dann gehen wir eben außenrum. Jetzt, wo alle Maschinchen laufen, können wir mal versuchen, den einen Fahrstuhl oder was das auch immer sein soll, zu benutzen. Und zwar war der hier am Anfang, wenn ich mich richtig entsinne. Boah, schön so in den Bergen. Hier, hier, hier und hier und hier und wir drehen das Ding mal ein bisschen weiter und gehen hier durch die Wand. Genau, da war das Maschinchen. Das habe ich gemeint. Hier war nämlich auch noch so ein Hebelchen, was sich nicht bewegt hat. Und wir gucken mal. Es läuft. Ach, wie schön. Und jetzt kommt da unten nämlich auch der Haken weg. Das ist auch gut. Denn der macht uns jetzt den Weg frei. So. Dann können wir nämlich hier hinten rum, hier runter. Dann kommen wir hier rein und können jetzt hier nämlich die Treppe hoch. Tata. Oh, noch ein Teleporter und Stuhl. Da komme ich aber nicht hin. Hier noch mal so eine Gondel. Hä? Was war das für ein Geräusch? Das Ding macht gar nichts.
Nicht wundern, ich gehe meistens nicht direkt den offensichtlichen Weg, sondern gucke mir erstmal alles an, dass ich auch auf keinen Fall irgendwas verpasse. Hier, schöne Aussicht. Also die Musik hat sich auf jeden Fall verändert. Wir schauen mal hier hoch. Da kommen die Knochen also her. Was war denn das für ein Vieh? Mein Gott. Zum Glück ist es tot. Immer diese ewig langen Wege, wo einfach gar nichts ist. So, wo sind wir jetzt? Einmal im Kreis oder was? Eine komische Teleportkugel. Die lassen wir mal sein. Ich will erst noch hier oben hingucken. Maschinenteile. Hier. Ach, da geht's runter. Oh, Vögel. Mal was Neues. Noch eine Kugel. Ach Gott. Wie viele Kugeln denn noch? Wo geht die hin? Irgendeine müssen wir ja mal nehmen. Und wir landen. Auf dem Ladebildschirm. Da komme ich nicht vorbei. Ich komme überall vorbei. Wo sind wir denn hier? Tür. Wir sind hier in der Höhle.
beim Farley House. Aha. Okay, gut zu wissen. Was haben wir denn hier? Schöne Bilder, eine Harfe. Lustiges Spielzeug. Vielleicht irgendwo irgendwelche Hinweise oder irgendwas. Alles immer angucken. Jetzt so mal nix. Ein fliegender Stein. Hallo? Jetzt. Hier war wohl ein Maler am Werk. Ein Künstler. JM. Ich kann das nicht lesen. Von CF. Nachdem sie auf eine neue Oberfläche gebracht wird, benötigt eine. Ich habe so schlechte Augen. Wenn ihr es lesen wollt, drückt auf Pause. Es geht hier um irgendwelche Larven. Ich weiß nicht, sind das die Dinger hier? Wahrscheinlich. Was sind das? Goldbarren. Bilder, Bilder, Bilder. Oh, die Bundeslade oder. Hä? Das Buch, das habe ich auch. Steht bei mir unten im Bücherregal. Dachte, meine Hand ist wieder kaputt. Komm schon, Hand, lass mich nicht im Stich. Ja, nettes Fleckchen, aber ich sehe hier irgendwie nichts, was mich momentan irgendwie weiterbringen würde. Deshalb gehen wir einfach wieder zurück. Wir haben ja noch ein, zwei Wege, die wir erkunden können.
So, zum einen haben wir hier noch die zweite Kugel. Die blöde Hand spinnt ein. Wo bin ich denn hier jetzt? Hier wollte ich doch gar nicht hin. Oh, naja, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Eigentlich wollte ich jetzt zum anderen Teleporter, aber ich glaube, da bin ich irgendwo falsch abgebogen. Ah, sehr schön, jetzt sind wir hier oben. Ich muss gerade mal schnell gucken. Ein Sekündchen, ich glaube, hier ist der Akku vom Touch-Controller einfach tot. Ach so. Wir haben ja zum Glück immer Ersatz da. So, einmal schnell ausgetauscht. Und die Hand ist wieder da. Nun gut, dann können wir jetzt ja hier runter. Das ist die Treppe, die ich eigentlich gern unten hätte, nicht hier oben. Aber ach so, da ist ein Hebel. Oh, schön. Hebel, Hebel, Hebel. Oh, wunderbar. So gefällt mir das. Und dann können wir hier nämlich rüber zu diesem Fahrstuhl. Und den benutzen wir jetzt einfach auch mal. Ich mag Hebel. Da unten ist das große Nichts. Wie könnte es auch anders sein? Noch ein Teleporter. Da kommen wir nicht hoch. Aber hier. Einmal Treppsche. Oh, Stahltür. Zu. So.
Ja. Dann schauen wir doch mal, was uns die Kugel so sagt. Wo führt uns die Kugel dieses Mal hin? Bis jetzt sind wir eigentlich nur zwischen Wüste und Berglandschaft hin und her gejumpt. Wüste, sage ich ja. Aber hier oben waren wir noch nicht. Mir scheint, wir sind oben auf der Kugel. Was uns das bringt, weiß ich nicht. Wir könnten das Ding irgendwo hindrehen. Zum Beispiel mit dieser Plattform. Da könnten wir irgendwo hoch, aber wohin? Ich meine, es ist ja nichts direkt angrenzend an die Kugel. Auch hier, es ist ja nichts, wo wir dann hoch könnten. Hier in dem Baum. Macht ja auch keinen Sinn. Fragen über Fragen. Ach so, die Kugel ist keine Kugel mehr. Die war mal aus Stein, jetzt ist sie aus Holz. Warum auch immer. Keine Ahnung. Wir schauen mal. Wir können sie ja mal drehen. Kostet ja nichts. Den Eingang wiederfinden. Hier. Und bringt gar nichts. Na dann eben wieder zurück. Hier Wand. Ach so, aha. Jetzt haben wir die Kugel gedreht. Jetzt ist die Treppe da nicht mehr da, wo sie vorhin war. War die da? War die da? Ich weiß nicht, wo die war. Wir sind von da unten hochgekommen. Wir sind doch von hier gekommen, nicht? Nee. Wir sind von da unten gekommen. Ist da überhaupt was? Ich sehe so nichts. Dann hätten wir das Ding jetzt einfach ein bisschen so gedreht. Müssen das Ding jetzt eigentlich fast auf die andere Seite drehen. Wir stehen so, das Ding ist schräg
schräg da hinten. Oh mein Gott. Wenn man wüsste, wie viele Teile so eine Umdrehung hat. Nee, hier. Also, wenn ich das richtig sehe, das Ding hat sich nach dem Gegenuhrzeiger gedreht. Das dreht sich aber ganz schön weit. Aber ich bin bestimmt noch nicht am Tor. Ich kapiere es nicht. Ich gucke jetzt einfach nochmal rein. Ich habe keine Lust, dass ich jetzt irgendwie zu weit drehe und dann alles nochmal rundherum muss. So, Treppe haben wir jetzt da. War die vorhin da? Dann müssten wir den Knopf hier noch zweimal drücken. Ah, oh, komm. Eins. Zwei. Und wir gehen mal gucken. Jetzt müsste eigentlich die Treppe beim anderen Durchgang sein. Müsste. Vielleicht. Genau. Das heißt, das ganze Ding ist in Achtel unterteilt. Geht ja doch auf. Das ist da hinten und wir sind hier oben.
Ja, auf jeden Fall wieder ein Durchgang geöffnet. Hier wieder Fischchen. Wunderschön. Hier, Baum. Hallo, Baum. Und wie kommen wir da unten hin? Keine Ahnung. Was ist das hier? Das war das Portal. Da steht eine Waage. Ja. Sehr schön. Nun gut, so viel zu diesem Teil. Immerhin haben wir wieder ein Stück geschafft. Es gibt jetzt noch einige Wege, die ich erkunden möchte. Zum Beispiel da bei dem drehenden Teil, da gab es noch ein Tunnel unten durch, den will ich mir noch angucken. Und irgendwie müssen wir jetzt zu dem Baum dahin. Ja, aber ich denke, das werden wir hoffentlich in der nächsten Folge schaffen und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, subscribe für meinen Channel und bis zum nächsten Mal, euer Mello.